Ey, Chiro Oda haut des öfteren mal Aussagen zu One Piece raus, Leute. Nicht so wie andere Mangaka, die auch lange auf sich warten lassen. Nein, Oda ist da schon aktiver als Leute, die aktiv waren. Und das finde ich auch gut so, denn seine Aussagen sorgen für noch mehr Hype in der Community. Und es werden Themen, die schon vor 5 Jahren angesprochen wurden, immer noch thematisiert. Heute werden wir über eines der größten Aussagen von Oda sprechen, das schon über 3 Jahre zurückliegt. Und zwar das Thema rund um die Lurking Legend. Ihr seht es immer mal wieder in meinen Kommentaren. Leute fragen sich, Oda hat schon damals gesagt, dass die Lurking Legend auftauchen soll. Wer ist jetzt diese Lurking Legend? Warum sagt er uns nicht, wer diese Lurking Legend ist? Ja, Leute, Oda ist halt da schon so ein kleiner Schlingel. Ich sag's euch immer wieder, der Typ wird so kleine Sachen anteasen, aber nie genau sagen, was wir vor uns sehen. Also selbst wenn wir das Heftigste in One Piece vor uns gesehen haben, wir werden es höchstwahrscheinlich nicht bemerken. Deshalb bei Oda sollten wir am besten nie auf eine Bestätigung warten. Er wird etwas indirekt bestätigen, aber nie vollkommen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, wer die Lurking Legend sein könnte. Ansonsten lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr One Piece Content. Am Anfang fangen wir mal mit dieser Aussage an. Sie kam 2017 und sie lautet: Ich werde eine versteckte Legende in One Piece introducen. Also er wird sie sozusagen revealen. Der größte Gegner der Strohpiratenbande wird auftauchen. Eventuell hat dieser etwas zu tun mit Whitebeard, doch dann sagt er, dass er viel zu viel sagt und er sagt, kann es sein, dass der Marineford-Krieg süß aussehen kann im Vergleich dazu. Hier stoßen wir schon mal zu einem Problem, was in der Community oft mal falsch verstanden wird. Oda hat nie gesagt, dass irgendwie der Marineford-Krieg im Vergleich zum Wano Kuni-Krieg ein wirklich kleines Ding ist. Ich denke mal, hier zielt Oda auf den finalen Krieg ab. Ich denke, die meisten von euch sollten jetzt im Verlauf des Onigashima-Kriegs gemerkt haben. Ich denke, das kommt mit sehr großer Anstrengung überhaupt erst an den Marineford-Arc ran. Falls jetzt nicht unerwartet irgendwas richtig Heftiges passiert und die Gorosei auftauchen. Natürlich könnte ich hier wirklich falsch liegen mit dieser Aussage, aber man will halt wirklich etwas klarstellen. Oda hat nie gesagt, dass der Wano Kuni-Arc jetzt Marineford ganz klar in den Schatten stellen will. Das wollte ich euch nochmal sagen, damit ihr, falls jemand bei einer Diskussion sagt, ey, Marineford, das ist doch gar nichts im Vergleich zu Wano Kuni. Nein, es wird schwer. Also, dass Wano Kuni Marineford übertrifft, wird wirklich sehr schwer. Allein, wenn man überlegt, wir hatten die Whitebeard-Piratenbande, die stärkste Crew aller Zeiten, Leute, nachdem halt Roger gestorben ist. Ich denke mal, Rogers Crew war stärker. Zudem muss man auch sagen, Roger, nachdem er krank wurde, zudem seine Crew hatte ja noch nie einen Endgegner. Wisst ihr, was ich meine? Roger hatte keinen Endgegner, wie zum Beispiel Im-Sama. Ruffy wird höchstwahrscheinlich Im-Sama als Endgegner haben. Deshalb wird seine Crew natürlich immer stärker werden müssen. Bei Roger hat es natürlich irgendwann aufgehört, dass sie stärker werden müssen, nachdem sie ihre Rivalen abgehängt hatten. Deshalb ist es auch sehr gut vorstellbar, dass die Whitebeard-Piratenbande vielleicht am Ende, damals auf Marineford, ein Ticken stärker war als die Roger-Piratenbande, weil allein die Anzahl der Leute, war doch immens. Oder hat jetzt diese Aussage 2017, bevor der Wano Kuni Arc beginnt, getätigt und er war sich sicher, dass er bis zum Ende vom Jahr 2017 halt diese Legende eingeführt hat. Jedoch haben wir gesehen, Leute, Wano Kuni hat nicht 2017 gestartet, sondern 2018. Also sehen wir hier wieder mal, dass Oda sich mit der Zeit sehr vertun kann. Also er kalkuliert das Ganze ja nicht selbst. Er kann es nur einschätzen und wie es dann schlussendlich wird, liegt dann halt an anderen Operatoren. Schlussendlich ist der Wano Kuni an Start gegangen im Jahre 2018. Deshalb ist damit zu rechnen, dass die Lurking Legend, also die versteckte Legende, auch in 2018 eingeführt wurde, ohne dass wir es gemerkt haben. Einige sagen, dass sogar Zoro die Lurking Legend sein soll. Leute, aber Zoro ist doch nicht versteckt, das kann gar nicht sein. Oder Kozuki Oden, da sind auch viele der Meinung, vielleicht ist er die Lurking Legend. Doch hier sieht man, dass es nicht sein kann, denn Kozuki Oden als auch Zoro sind ja keine Gegner für die Strohpiratenbande. Deshalb stellen wir zuallererst mal die Kriterien auf, die für diese Lurking Legend sprechen. Der Charakter sollte 2018 eingeführt worden sein. Zudem sollte dieser Charakter in gewisser Weise eine Verbindung zu Whitebeard haben und zuallerletzt sollte er einen Gegner für die Strohpiratenbande darstellen und einen Gegner, der eventuell sogar noch viel größer ist als die Kaiser. Denn er soll ja der größte Feind der Strohpiratenbande werden. Man kann jetzt viele
verschiedene Richtungen einschlagen. Wir haben zum einen Chiki den goldenen Löwen, der in One Piece Kapitel 0 gesagt hat, dass er in 20 Jahren zurückkehren wird. Doch bisher in 2018 haben wir ihn noch nicht gesehen, deshalb ist er eigentlich ausgeschlossen. Zum anderen könnte man genauso gut auch Enel nehmen, weil man Enel schon lange abgeschrieben hat. Und man könnte sagen, okay, Enel, der ist irgendwie in 2018 aufgetaucht. Wir haben es aber nicht gemerkt, wir haben es irgendwie mit den Augenwinkeln nicht erkannt. Ja, Leute, wir wissen, oder der kann schon einige Sachen sehr raffiniert verstecken. Doch auch in der Hinsicht bin ich überzeugt, dass Enel nicht gemeint ist. Wir hatten während 2018 zwei große Reveals. Zum einen den Kapitän der Rocks Piratenbande, Sebek. In dessen Crew waren Legenden wie der goldene Löwe Chiki, Whitebeard, Kaido, Big Mom und viel mehr. Hier hätten wir also schon mal die Connection zu Whitebeard. Zum einen, zum anderen auch, dass Sebek eine große Gefahr darstellt. Er ist wirklich jemand sehr starkes gewesen. Wir wissen nicht, ob er gestorben ist. Wir haben hier Blackbeard auf der anderen Seite, der natürlich sein Schiff Saber of Sebek besitzt, anscheinend an Sebek inspiriert wurde und für Ruffy einen großen Gegner darstellt, auf seinem Weg Piratenkönig zu werden. Es gibt vielerlei Möglichkeiten, wie man einen Charakter wie Rocks die Sebek wieder zurück in die Story bringen kann. Zum einen haben wir Big Moms Teufelsfrucht, die Seelenfrucht. Wir wissen noch nicht, was für Fähigkeiten sie im vollen Umfang besitzt. Eventuell hat ja Big Mom irgendwas mit der Seele von Sebek gemacht, vielleicht einen Teil von Sebeks Seele irgendwie aus ihm herausgerissen, um seinen Kapitän später zu retten. Zum anderen haben wir noch die Thematik mit den Teufelsfrüchten. Wir wissen ja, eine Teufelsfrucht enthält eine Seele und anscheinend soll diese Seele, nachdem der Teufelsnutzer gestorben ist, weitergehen in die nächste Frucht. Wenn Sebek also die Finsternisfrucht hatte, dann heißt es, dass ein Teil von Sebeks Seele auch in der Finsternisfrucht ist und Blackbeard dadurch ein Teil von Sebeks Seele in sich drin hat. Wir kennen die Problematik, dass Blackbeard nur sehr schwer schläft oder besser gesagt noch nie geschlafen haben soll. Und hier könnte es daran liegen, dass halt wenn Blackbeard eingeschlafen ist, Sebek die Kontrolle über seinen Körper bekommen kann. Eine andere Möglichkeit wäre, dass eventuell bei einem Treffen zwischen Blackbeard und Big Mom durch die Seelenfrucht Sebek den Körper von Blackbeard vollständig unter Kontrolle haben kann. Außerhalb von Rocks D. Sebek hätten wir noch Imsama, der auch 2018 revealed wurde. Dieser ist Teil der Weltregierung, der König der Weltregierung, besser gesagt sogar der König der Welt. Somit würde es passen, dass er der größte Gegner der Strohpiratenbande wäre, weil die Kaiser, sie sind natürlich sehr stark, doch die Weltregierung mit der Marine ist deutlich stärker als eine Kaisercrew oder zwei Kaisercrews. Ich meine, allein die Marine und das Hauptquartier wurden ja gleichgestellt mit den Kaisern, wobei auch die sieben Samurai eine Rolle dabei spielten. Imsama hegt auf jeden Fall einen Groll auf Ruffy. Wir haben gesehen, er hat seine Bilder durchschnitten, genauso wie auch die von Blackbeard. Zudem muss Ruffy am Ende gegen Imsama antreten, um die volle Freiheit auskosten zu können, denn solange es Sklaverei gibt, solange es die Weltregierung gibt, wird es auch keine Freiheit geben für Ruffy, denn er wird sein Leben lang verfolgt. Der einzige Punkt, der hier irgendwie dagegen sprechen könnte, dass Imsama diese Lurking Legend ist, ist, dass Imsama keine nachweisbare Verbindung zu Whitebeard hat, doch ich denke mal, das könnte man irgendwie auch regeln mit einem Flashback. Vielleicht war ja damals Imsama irgendwie auf der Insel von Whitebeard gewesen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, Freunde, zu der Lurking Legend. Es würde mich echt interessieren, was ihr davon haltet. Ansonsten bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece.